Also wer mich noch nicht kennt, ich habe hier Bücher geschrieben, mache Vorträge, mache Sendungen bei Secret TV, www.freigeistforum.com kann man diskutieren. Ist jetzt nicht meins, bin ich aber auch ganz sicher. Dann mache ich unter www.jeet.tv einmal in der Woche jetzt eine kostenlose Sendung, Donnerstag 21 Uhr. Das heißt, das erstmal, wo man überall was über mich finden kann. Und natürlich jokon.de, auch gehört eigentlich zusammengeschrieben, dann findet man auch. Und im Internet findet man vieles über mich, aber auch nicht nur gute Sachen. Aber ich hoffe, ich kann mit denen überzeugen, was ich hier mache und sage. Ja, heute ist das Thema Ängste. Ich hatte ein bisschen Angst, hier überhaupt herzukommen, aber ich habe es überstanden. Ja, wir leben ja in einer Welt wirklich voller Ängste. Es wäre Angst vor Terror, Angst vor Krieg, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Krankheiten, Angst vor dem Tod, Angst vor einem strafenden Gott. Das heißt, ich will mich mit all diesen Themen beschäftigen. Das sind natürlich erstmal negative Themen, aber ich glaube, dass es vielen Leuten heute so geht, dass man wirklich so zerrissen ist von Sorgen und Ängsten, dass es wichtig ist, sich damit zu befassen. Falls Sie während meines Vortrages Angst bekommen sollten, die Notausgänge befinden sich zwischen 3, 2, 3, 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
völlig unmöglich, dass hier durch das Flugzeug verursacht da hinten eine Explosion stattfindet. Man kann das wirklich genau analysieren und es stimmt hinten und vorne nicht. Auch dass diese Gebäude so perfekt in sich zusammengefallen sind, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob Sie mal Dokumentationen gesehen haben, wenn so Gebäude gesprengt werden sollen. Es muss wirklich ganz präzise überall erstmal Sprengladungen verteilt werden, gerade an den tragenden Säulen. Da werden Löcher reingebohrt und Dynamitstangen rein und die müssen ganz präzise gezündet werden, dass diese Gebäude so perfekt in sich zusammenfallen. Wenn der Sprengmeister Fehler macht, dann kippt das Gebäude halb um oder bleibt so halb stehen. Und hier sind zwei Gebäude so perfekt in sich zusammengefallen, obwohl da eben nur zwei Flugzeuge reingeflogen sind. Merkwürdigerweise ist WTC 7, ein Nachbargebäude, auch in sich zusammengefallen, obwohl da gar kein Flugzeug reingefallen ist. Es sind tausend Unstimmigkeiten. Auch die Reihenfolge, es ist der Turm, wo das zweite Flugzeug reingeflogen ist, ist als erstes in sich zusammengebracht. Also die Reihenfolge hat noch nicht mal gestimmt. Es gibt tausend Aspekte. Hier sehen wir das Pentagon. Da sehen wir eigentlich alles Mögliche, nur kein Flugzeug. Da sehen wir Rauch und so weiter. Hier müssen eigentlich Flugzeugtrümmer sein. Es ist nirgendwo was zu sehen. Es ist eigentlich nur ein kleines Loch. Die Bilder sind ein bisschen durcheinander. Hier sieht man, wie das aussieht, wenn wirklich ein Flugzeug irgendwo reingebracht. Hier ist in Mailand mal so ein, wirklich so ein kleines Flugzeug, so ein zwei- oder vier-Personen-Flugzeug reingeflogen. Die Löcher hat Pirelli-Hochhaus sind genauso groß wie die Löcher im World Trade Center. Und so weiter. Das ist, stimmt hinten und vorne nicht. Das sind normalerweise so Sachen, die man findet, wenn irgendein Flugzeug abgestürzt ist. Am Pentagon nichts. Hier sehen Sie sogar, dass diese Mauer hier, die stand im Grunde noch, die ist nur ein bisschen vorgekippt. Also normalerweise, wenn da ein Flugzeug, das ist ein Vogel, wiegt ein paar hundert Tonnen, der kommt mit 100 Stundenkilometer oder auch schneller an, der geht auch hier auch noch durch. Ne? Das kann mir doch keiner erzählen, dass hier gerade die Wand das ein bisschen umkippt. Das stimmt also hinten und vorne nicht. Hier sind Aufnahmen einer Überwachungskamera. Hier unten sehen Sie komischerweise September 12. Da haben Sie sich also auch noch an Datum gehört. 12. September, das war ja eigentlich der 11. Ne? Und wenn man sich das anguckt, nochmal zurück. Das sind eigentlich, jetzt kann man hier die Frame nochmal nicht sehen, die ist gerade verdeckt von den, wie kriegt man das denn? Diese Einblendung da. Mit der Maus noch sieht man. Das ist ein neuer guter Tipp. Ja, danke für den Hinweis. So, nochmal. Frame Nummer 19. Frame Nummer 19. Sehen Sie einen Unterschied? Also, die haben da völlig verbockt, das Ganze. Also, da sind die Explosionen zu sehen, aber kein Flugzeug. Auch der Rasen vom Pentagon, der ist so fantastisch, den habe ich jetzt für meinen Garten aufgestellt. Der ist unkaputtbar, da kann wirklich eine Boeing explodieren und sieht das. Ganz klasse. So sieht das Ganze von oben aus. Nur ist interessant, wenn man die Flugdaten verfolgt, dann ist das Flugzeug eigentlich von hier gekommen, also aus dieser Richtung, ist aber da oben reingeflogen. Also von hier muss er ja erstmal sagen, oh, ich fliege mal doch mal eine Kurve, weil so direkt ist ja langweilig. Ich habe ja meinen Flugplan in Florida in so einer kleinen Cessna gemacht, jetzt muss ich mal sehen, fliege ich doch vielleicht nochmal die große Kurve da rum und dann da. Weil hier hinten hat er vielleicht noch Cheney und Rumsfeld erwischt, die waren an dem Tag hier hinten irgendwo und hier hat er eben nur so einen kleinen Loch im äußeren Gebäude wegen des Pentagon verursacht. Also, wer das glaubt, dass da so ein Vogel reingeflogen ist, und wenn man sich das anguckt, hier sind die Tragflächen, dann müssen eigentlich hier auch irgendwelche Beschädigungen am Gebäude sein. Hier sieht man eben immer noch diese Wand, die immer noch nicht umgekippt ist. Eine witzige Geschichte. Ah ja, das erzählt uns dann das FBI über den Attentäter Atta. Der muss also morgens dann gesagt haben, okay, ich will heute also irgendwie ein Flugzeug entführen. Habe meinen Abschiedsbrief geschrieben, den packe ich jetzt in meinen Koffer. Gebe den Koffer auf am Flughafen. Ich fliege natürlich nicht direkt, das heißt, er steigt irgendwo in Boston um. Zufällig fällt dann dieser Koffer vom Band. Ja, zufällig kommt der Koffer jetzt nicht in die Fundstelle oder in die Gepäckausgabe, sondern hat man das aufgemacht, hat eben den Abschiedsbrief von mit Atta gefunden. Ich weiß nicht, was das für eine Geschichte ist. Also wenn ich einen Abschiedsbrief schreibe, dann will ich doch, dass er gelesen wird. Wenn ich den in den Koffer packe und den aufhebe in mein Flugzeug, dass ich ins World Trade Center fliegen will, dann ist doch klar, dass diesen Abschiedsbrief nie jemand lesen wird.